Gut, dann weiter. Ja, Leistungssport und dann ist das erste Thema, das wir jetzt haben. Nadine Beck-Zumker, du warst eben Beachvolleyballerin, lange als Profi unterwegs, 10 Jahre, gut 10 Jahre, oder? Ja. 5. in Rio, 9. bei Olympia in London, hast auch das Grand Slam in Rom, hast du Gold gewonnen, 2012, glaube ich, war es. Und heute bist du Primarlehrerin und Mutter von Zwillingen. Genau. So ändert sich das Leben. Genau. Andi Egli, 4-mal Schweizer Meister und Cup-Sieger mit GC, da war ich auch einige Male dabei. Mit Servet auch noch Meister, dann 80 Länderspiele, also international dabei. Dann auch diverse Trainerstationen und vielen auch bekannt natürlich als Experte bis diesen Sommer bei SRF, Fußballexperte. Und bald, hast du gesagt, 8-facher Großvater. Schon passiert. Schon passiert? Ah, gratuliere. Gut. Nadine, du hast die Ausbildung zur Primarlehrerin vor deinem Schritt zum Profitum gemacht. Wie hättest du nachher noch eine Weiterbildung, Ausbildung machen können während deiner Zeit als Profi? In der Zeit im Profisport nicht. Unmöglich. Es war natürlich damals schon so, dass ich große Ziele hatte. Ich hätte mir damals schon gewünscht, voll auf die Karte Sport zu setzen. Meine Eltern haben doch Druck gemacht, dass ich das versuche, parallel irgendwie noch laufen zu lassen. Ich bin ihnen heute für immer dankbar dafür, auch wenn es damals ein bisschen anders ausgesehen hat. Ich hatte aber das Glück, in einer Sportart zu sein, wo man nicht wahnsinnig früh eben schon voll professionell trainieren muss. Ich habe schon immer viel Volleyball gespielt, schon immer viel trainiert, aber das war irgendwie vereinbar mit sehr hohem Aufwand für alle Beteiligten. Also nicht nur für mich, auch für die ganze Familie und das Umfeld. Aber so konnte ich quasi die Profikarriere vorbereiten und nebenher die Ausbildung machen. Ich war aber sehr angewiesen auf sehr viel Kulanz von allen Seiten. Mhm. Genau. Und während der Profizeit keine Chance, also Beachvolleyball findet nun mal nicht in den Bergen statt, wo ich herkomme, sondern auf allen Orten der Welt verteilt. Und allein durch das Reisen wäre es einfach nicht möglich gewesen, irgendwelche Präsenz noch hier zu haben. Wir haben ja einen guten Vergleich. Wir haben einen Mann, Frau, das ist unterschiedlich. Es gibt Athletinnen wie Nicola Spierig, die bekommt 3 Kinder während ihrer absoluten Top-Karriere. Gut, das ist dann auch ein bisschen die Ausnahme. Wir haben den Mann, den Mannschaftssportler Andi, das war sicher auch anders. Als Fußballer kannst du nicht irgendwo noch eine Ausbildung machen. Welche Ausbildung hast du gemacht? Ich bin in einer Zeit eigentlich in den Profifußball gekommen, wo die Entwicklung in der Schweiz auf dem Weg war. Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht im Transportbereich, habe diese 3-jährige Lehre abgeschlossen, habe noch ein Jahr gearbeitet und ich hatte nicht das Ziel, Profifußballer zu werden. Es hat sich ergeben, weil ich sehr gerne gespielt habe, weil Fußball, vor allem Straßenfußball, Herr Konselmann hat das oft erwähnt in seinem Referat, viel auf der Straße gespielt und ganz natürlich, weil ich gut wurde mit dem vielen Training, wurde ich dann plötzlich gesichtet von Vereinen auf höchstem Niveau und bei Grasshopper, wo ich dann verpflichtet wurde, hatte ich das Glück, dass zur damaligen Zeit schon das Geld da war, um eine professionelle Karriere zu lancieren. Also ohne, dass ich das wollte grundsätzlich, ich wollte einfach nur spielen, durfte ich Profi werden bei GC. Und das war natürlich für mich das absolute Top, weil meine Leidenschaft, jeden Tag ausüben zu dürfen, das war unvorstellbar, kurze Zeit vorher. Aber es hat sich dann so entwickelt und seit diesem Zeitpunkt bin ich jetzt 43 Jahre nur im Fußball unterwegs. Wahnsinn.
Nadine, du hast mir im Vorgespräch am Telefon gesagt, das sei quasi wie eine Firma gewesen, du mit deiner Partnerin. Übrigens hat sie ja an den Olympischen Spielen, Johanna Heidrich, hat jetzt Bronze gewonnen. An den Olympischen. Genau. Hat dich das ein bisschen gefuchst, dass nicht du dabei warst? Nein, nein, um Himmels Willen. Im Gegenteil, also ich habe irgendwie vor 15 Jahren, haben wir alle gemeinsam mit der Vision, dass die Schweizer Beachvolleyballfrauen irgendwann um Medaillen spielen können bei Olympischen Spielen begonnen. Und es ist wirklich ein nationales Leistungszentrum, ein nationales Förderprojekt in dem Sinne. Und natürlich, wenn ich jetzt hätte wählen können, wäre es okay gewesen, wenn es schon in Rio so weit gewesen wäre. Ich hätte nicht Nein gesagt, aber umso schöner, dass jetzt, wir hatten ja sogar zwei Teams in Tokio, die um die Medaillen hätten spielen können, genau. Sind halt aufeinander getroffen. Genau. Also im Endeffekt hast du dazu beigetragen, dass sie jetzt eine Medaille gewonnen hat. So weit würde ich nicht gehen, aber das war der Grundstein. Nein. Ich habe ja in meiner Zeit versucht, den Schweizer Beachvolleyball mit zu prägen, mit zu entwickeln und ja, bin natürlich immer noch im Herzen Teil davon und habe mich sehr gefreut. Also. Da möchte ich ein bisschen rausschälen. Oder du hast gesagt, das sei die eigene Firma gewesen, ihr musstet viel organisieren. Andi, bei dir wurde alles organisiert. Also du musstest, glaube ich, einfach den Pass mitnehmen und der Rest kam. Ja, in etwa so war es. Und die Profivereine zur damaligen Zeit, und das war 1978, als ich Profi wurde, da waren die auch im Begriff, sich zu entwickeln. Profifußball war damals nicht bekannt, dass in unseren Nachbarländern, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, überall wurde das schon seit Jahrzehnten zum Teil praktiziert. Aber wir hatten vielleicht nicht die Qualität und meine Idole, die haben alle noch gearbeitet, neben dem Fußballspielen. Also die Karl Odermatz und Köbi Kuhns, das waren nicht Vollprofis. Und wir hatten dann das Glück in meiner Zeit, wo ich dazugekommen bin, und die Vereine haben sich dann auch entwickelt. Und es gibt eine so kleine Anekdote, wo sich das gezeigt hat. Die Verbände waren nämlich auch überhaupt nicht professionalisiert. Und wir hatten in den 80er Jahren einen Nationaltrainer, Paul Wolfisberg, den Namen kennen wahrscheinlich noch die meisten, mittlerweile verstorben. Der ist mal zurückgetreten nach einem Länderspiel in Norwegen, weil er seinen Frust gegenüber dem Amateurismus des Verbandes zum Ausdruck bringen wollte. Also diese Entwicklung ging sehr zögerlich voran und er hat einiges erreicht damit. Nicht nur der Verband hat sich dann eben professionalisiert, sondern auch die Vereine. Ich möchte doch, Nadine, dich fragen, was hat dir das gebracht, dass du so viel selbst hast organisieren müssen? Jetzt, wenn du jetzt in deinem Beruf bist. Also jetzt im Nachhinein natürlich sehr viel. Also ich komme ja aus dem Hallenvolleyball. Ich habe zuerst Hallenvolleyball gemacht. Deshalb habe ich ein bisschen beide Perspektiven. Da war es auch so, wir haben ein Spiel, ihr müsst dann beim Bus sein und alles andere war erledigt. Und das war dann in der Zeit während Beachvolleyball zuerst mal anspruchsvoll, eine Challenge und auch so ein bisschen ein Schock, weil man einfach wirklich wie als kleine Firma strukturiert war. Wir hatten kein Geld, mussten aber reisen, mussten irgendwie schauen. Also wenn ich zurückblicke, wo wir zum Teil übernachtet haben, würde ich heute nicht mehr machen. Und meine Eltern würden sich die Haare raufen, wenn sie dabei gewesen wären. Aber wir mussten da einfach reinwachsen und wir mussten alles selbst organisieren, mussten auch die Finanzierung weitgehend selbst gestalten. Also wir waren immer unterstützt vom Verband, aber natürlich und das war anspruchsvoll. Ich glaube auch, dass es einigen Beachvolleyballern damals die Karriere gekostet hat, weil man doch auch fähig sein musste, das irgendwie alles hinzukriegen. Inzwischen ist der Verband professioneller, man macht immer noch viel selbst, man muss immer noch sehr selbstständig sein, aber man kriegt doch mehr Guidelines, eben durch dieses nationale Leistungszentrum. Ich fand es immer auch schön, weil man immer diesen Ausgleich hatte. Also es gibt ja viele Sportler, die sagen, oh, wieder mal was für den Kopf tun wäre super. Und in die Situation bin ich irgendwie nie gekommen. Also es hat mich nie, hat mir nie gefehlt, weil wir einfach sehr vielseitig irgendwie agieren mussten.
Aber eben, es hat auch vielen Athleten wahrscheinlich die Karriere gekostet. Ja. Und ich glaube, inzwischen hat man im Beachvolleyball einen sehr guten Mittelweg. Ja. Also die Athleten müssen immer noch sehr selbstständig unterwegs sein und viel neben dem Platz auch machen. Aber dennoch ist es so, dass die, die es brauchen, die Guidelines haben. Im Nachhinein bin ich natürlich wahnsinnig froh. Also jetzt im Berufsalltag bin ich super dankbar, dass ich diese vielseitigen Herausforderungen hatte. Du hast jetzt mehrmals Selbstständigkeit erwähnt. Andi, jetzt bin ich ganz provokativ. Wenn 17-jährigen Jungen international unterwegs sind, in 5-Sterne-Hotels übernachten, alles ist organisiert, kann man da selbstständig werden? Das ist eine knifflige Frage. Ja. Darum stelle ich sie. Ja, wenn ich mir das so überlege, die heutige Struktur ist so, und das ist auch aus dem Referat von Herrn Konzelmann zutage getreten, mittlerweile sind die besten Profis, die sind schon mit 15, 16, 17 nahe an der besten Mannschaft, und da ist klar, da wird alles getan dafür, damit sie ihren Sportweg beschreiten können. Und in der Konsequenz kann das bedeuten, dass halt nur die Schiene Fußball andere Bereiche darunter leiden könnten, weil es ist mir nicht bekannt, dass auch in anderen großen Fußballnationen, dass neben dem Fußball geschaut wird, dass die Leute sich noch in einem anderen Gebiet weiterbilden. Es funktioniert einfach nicht, weil Mannschaftssport, Fußball ist von Spiel zu Spiel. Also das ist eine Kadenz. Früher, in meiner Zeit, war es in der Regel noch eine Woche. Heute sind es 3-4 Tage. Und je nachdem, wie ein Spiel verläuft, ändert das Programm schon wieder. Also die jungen Menschen, die können, das ist praktisch ausgeschlossen, wenn sie nicht extrem viel Eigenmotivation haben, dass sie irgendwo noch in einem Fach sich weiterbilden würden. Das ist relativ selten der Fall. Ich denke, was es ja ein bisschen relativiert, ist auch, dass es, also sind ja auch die Sportarten, in denen die Top-Profis mehr verdienen, die wirklich dieses Rundum-Paket schnüren. Und ich glaube, das macht auch Sinn so, weil das einfach ein bisschen Zeit verschafft nach der Karriere. Ich glaube, Sportarten, die weniger professionell sind oder in denen mehr Eigenverantwortung gefragt ist, dort ist halt auch so, dass der Verdienst so ist, dass man zwar vielleicht sein Leben damit verdienen kann, als Profi unterwegs sein kann, aber halt am Tag X, wenn man aufhört, direkt arbeiten gehen muss. Und dann, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man irgendwie das Leben danach schon bestreiten kann. Und ich denke, gerade in den großen Sportarten, die auch besser bezahlt sind, hat man da so einen Zeitpuffer nach der Karriere, in dem man einfach sich orientieren kann im Leben neben dem Sport? Ich denke, das ist kein Zufall. Sehr, sehr, sehr guter Aspekt, effektiv. Die Bezahlung kann Druck wegnehmen. Eine gute Bezahlung kann auch dafür sorgen, dass ich logischerweise mir etwas auf die Seite legen kann. Und mein aktuelles Beispiel, meine Generation, 1980 durfte ich auch ins Ausland Fußball spielen gehen. Bei Grasshopper Club Zürich, mein maximaler Lohn, den ich da gekriegt habe, waren 300.000 brutto. Das ist auch heute noch ein riesiger Betrag. Früher war es noch viel, viel mehr. In Dortmund habe ich nach Steuern weniger verdient. Heute ist das Verhältnis aufgrund der Fernsehrechte, vor allem aus diesem einen Grund, ist das Verhältnis 1:8 bis 1:10. Also der durchschnittliche Lohn in der Schweiz eines Schweizer Fußballprofis liegt bei 120.000 bis 130.000 Schweizer Franken. Genau. Und in Deutschland
England vor allem, aber auch Spanien, Italien, Frankreich ist es ein Mehrfaches. Und das sind, wenn man von Zukunft spricht, nach der Aktivkarriere, wenn du die finanzielle Belastung nicht hast, dann lebt es sich selbstverständlich etwas leichter. Ne? Ich möchte auf diesen Punkt kommen nach eurem Rücktritt. Ich meine, man ist Profi, man ist im Fokus, man ist im Fernsehen, Illustrierte kommen, es kommen Porträts, man wird überall eingeladen, es hat sehr viele Annehmlichkeiten. Neben dem Druck, dass ihr liefern müsst, selbstverständlich, kam bei euch nach dem Rücktritt eine Leere. Man hörte das oft, die große Leere. Es gibt auch immer wieder SpitzensportlerInnen, die scheitern nachher. Köbi Kuhn hat mir einmal erzählt, ja, weißt du, ich musste ja gar nichts machen. Er hat mir das Haus gezeigt, wo er seine Agentur, Versicherungsagentur eröffnet hat. Er ging dann Konkurs und er hat gesagt, ich hatte keine Ahnung. Kam bei euch nachher die große Leere? Also bei mir nicht, deshalb komme ich spontan. Bei mir überhaupt nicht, weil ich mich vorbereitet hatte schon auf, was passiert nach der aktiven Zeit. Wir hatten die Möglichkeit, während der Karriere schon die Trainerkarriere vorzubereiten. Ja. Mit Diplomen. Es wurde extra für Profis ein Kurs organisiert in der Trainerausbildung. Also für mich war relativ klar, dass ich unmittelbar nach der aktiven Karriere sofort in die Weiterbildung zum damaligen Zeitpunkt, die ersten Kurse hatte ich schon gemacht und dann ging ich in die Weiterbildung und wurde dann ein Jahr später schon Trainer beim FC Thun damals, 1995. Aber ich kann mich erinnern, du warst immer ein Fußballer, der auch viel reflektiert hat. Also darum waren die Interviews mit und dir oft ja auch so... opponiert. Ja, das war auch der Fall, genau. Aber darum warst du ja so spannend. Du warst irgendwie nicht so ganz, sag jetzt mal, ein üblicher Fußballer. Ich meine das nicht negativ. Aber da kann ich mich gut erinnern. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Aber dann gehen wir zu Nadine. Lehre bei dir nach dem Rücktritt? Nein, mir ging es immer sehr gut. Wir hatten dann im Jahr nach dem Rücktritt hatten wir so einen Workshop von Swiss Olympic. Eben weil sie gemerkt haben, viele Athleten haben Mühe, fand ich wahnsinnig toll, dass das organisiert wurde. Workshop für in dem Jahr Zurückgetretene quasi. Und da bin ich wirklich erschrocken, wie vielen es schlecht ging. Und erst da wurde mir eigentlich bewusst, dass es mir sehr gut ging. Ich hatte, bei mir war es anders, also ich hatte nicht wirklich einen Plan. Ich hatte das Glück, dass ich die PH vorher abgeschlossen hatte. Hatte aber keine Ahnung, ob ich gerne Lehrerin bin, weil ich einfach abgeschlossen habe und dann direkt in den Profisport gegangen bin, 10 Jahre. Und ich habe mir einfach gesagt, ich versuche es mal mit dem Lehrerjob. Mhm. Ich hatte einen Familienwunsch, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie... Zeitdruck da war, also aber ich hatte eigentlich keinen Plan. Überrollend schnell dann und doppelt. Genau. Aber mir ging es sehr gut. Ich frage mich manchmal selbst, was es war. War es einfach der richtige Zeitpunkt? War es eben die abgeschlossene Ausbildung? Mhm. War es dann die Familie, die schnell kam und wäre diese Lehre erst später gekommen? Ich weiß einfach von sehr vielen, dass es eine schwierige Zeit sein kann. Ich habe die Zeit sehr genossen und habe vor allem einfach auch die Dinge genossen, auf die ich so lange verzichtet habe. Hat euch geholfen? Man sagt ja immer, Sport ist eine Lebensschule. Und man lernt ja im Sport, man lernt sich zu fokussieren, man lernt zu beißen, man lernt zu verlieren. Das muss man können, sonst kann man nicht Sport treiben, man kann ja nicht immer nur gewinnen. Hilft euch das oder hat euch das geholfen im Schritt in den Berufsalltag? 100%. Also wenn ich eine Bilanz ziehe, ich war ja 12 Jahre dann nach der aktiven Zeit Trainer, auch auf höchstem Level. Ich habe dann mit der Trainertätigkeit aufgehört, weil ich etwas frustriert war. Ich hatte auch Negativerlebnisse. Das war in Südkorea, oder? In Südkorea war das noch okay, da bin ich dann zurückgetreten. Okay. Aber ich hatte Entlassungen zu akzeptieren, in Waldhof Mannheim zum Beispiel, oder auch beim FC Aarau.
Und ich war der Überzeugung, dass ich einen super Job gemacht habe. Wenn es um Inhalte ging, wenn es darum ging, mit den Menschen zu interagieren, sie versuchen weiterzuentwickeln, das war meine Überzeugung. Das ist mir gelungen, aber die Resultate haben mir gefehlt. Und ich konnte dem Präsidenten nicht mal böse sein, dass er das Vertrauen verloren hat in meine Fähigkeit, den Verein noch vom Abstieg zu retten. Mhm. Also habe ich nach 12 Jahren gesagt, nein, von solchen Dingen möchte ich nicht weiterhin abhängig sein und habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Und jetzt nach 15 Jahren Fazit, ich bin extrem zufrieden, glücklich, 8 Enkelkinder. Ich sehe sie oft, ich bin nicht selten zu Hause auch, weil ich noch ein Homeoffice habe. Also mein Leben ist perfekt, darf ich sagen. Ja. Wunderbar. Nadine? Ich habe auch sehr profitiert oder profitiere sehr, also sowohl jetzt in meiner Tätigkeit als Lehrperson wie auch als Mutter. Ich glaube einfach, diese Lebensschule, wie man so ein bisschen plump sagt, hat wirklich etwas für sich. Ich merke es auch im Bereich der Kommunikation. Also wir standen ja jetzt nicht so wahnsinnig in der Öffentlichkeit. Ein Fußballer lacht wahrscheinlich, wenn das eine Beachvolleyballerin sagt. Aber trotzdem hatten wir Medienschulungen. Und gerade ein simples Beispiel, viele von Ihnen sind vielleicht Eltern, Elternkommunikation in der Schule, stelle ich immer wieder fest, ist einfach ein Vorteil, wenn man da gewisse fällt Fähigkeiten... Ja, fällt mir leicht. Ja. Und da, glaube ich, kommt einfach ganz vieles vom Spitzensport, ohne dass mir in der Zeit bewusst war, dass ich das lerne. Also es war eben so, jetzt hat man noch das, jetzt muss man noch das machen. Vieles so nebenbei. Und erst jetzt wird mir bewusst, wie viele wertvolle Lektionen ich gelernt habe. Mal abgesehen vom, und ich glaube, das ist der Hauptteil, darüber muss man gar nicht diskutieren, einfach diese Kritikfähigkeit, Umgang mit Frust, Umgang mit Sieg und Niederlage, das sind natürlich, das stärkt einen einfach. Also gerade bei der Weiterentwicklung auch dieser Drang, immer besser zu werden, das kam in meinem Referat auch. Also diese intrinsische Motivation in dem, was ich gerade tue, sei das mit meinen Kindern unterwegs sein oder vor der Klasse, einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich glaube schon, dass das vom Spitzensport kommt. Nicht ausschließlich dort stattfindet natürlich, aber ich glaube, im Spitzensport ist das fast eine Grundbedingung, würde ich jetzt ohne. Vielleicht noch, um den Bogen zu schlagen, nachher für die Referentin und die Referenten. In welchem Alter habt ihr begonnen, wirklich mit Sport? Also bewegt habt ihr euch immer, nehme ich an. Aber wo wurde es so ein bisschen ernsthafter? In welchem Alter? Bei mir kaum konnte ich gehen. Straßenfußball. Ja. Ich bin in einem Bahnhof groß geworden, in Erlen, Kanton Thurgau. Und da war ein riesiger Platz zwischen dem Bahnhof und dem Schuppen. Es waren etwa 30 Meter. Und die 30 Meter, die reichten, um mit Kollegen immer da Fußball zu spielen. Mhm. Und das eine Tor war an der Hauswand und das andere, wo die Mutter die Rosen da drin hatte. Und die war jeweils nicht so glücklich, wenn wir da die Rosen als Tor genommen haben. Also schon sehr, sehr früh eben auf der Straße gespielt, in den Verein organisiert, bin ich erst, als der Vater dann mal gesagt hat, weil ich nicht gerne in die Schule ging, wenn da mal ein gutes Zeugnis kommt, dann kannst du in den Verein Fußball spielen gehen. Da hat Klein Andi Gas gegeben. Ein paar Monate später war das geregelt. Bei dir, ab zehn war das. Ja. Wann warst du? Auch früh. Also ich war ein Bewegungskind, viel draußen, geturnt. Bei uns war im Quartier der eine Platz, da waren auch Küchenfenster der Nachbarn. Da durften wir ein Netz aufstellen und Volleyball spielen. Ich habe Kinderfotos, wie ich im Wohnzimmer mit Luftballons gespielt habe. Yeah. Sehr früh. Und dann im Verein, auch verhältnismäßig früh, aber das war natürlich bei uns dann im Verein einmal die Woche. Ja. 1,5 Stunden Training, aber ich kann mich erinnern, dass ich gegen die Wand spielen musste, weil ich noch zu wenig Kraft hatte, um übers Netz. Also die anderen haben trainiert und ich habe einfach gegen die Wand gespielt. Fand das aber super. Ich finde dann eher, der Übergang zu, jetzt mache ich Leistungssport, der kam dann eher spät, aber doch schon früh Volleyball. Mhm. Gut,
Vielen Dank, spannend. Ich könnte mit euch noch eine Stunde reden.